Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich gerne mit dir die Irresistible Me Hair Extensions testen. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ihr wisst, ich habe ja relativ lange Haare, ich habe ungefärbte blonde Haare und ich habe aber sehr, sehr feines, dünnes Haar. Und ich wollte mal schauen, ob ich vielleicht mit den Irresistible Me Hair Extensions ein bisschen mehr Kabittjes reinbringen kann und mir ein bisschen mehr Walle-Walle-Mähne machen kann. Mal gucken. Die Hair Extensions wurden mir kostenfrei zur Verfügung gestellt, um sie halt hier zu präsentieren und mit dir zu testen. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Man bekommt hier so ein Paket. Irresistible who? Irresistible you. Es ist ziemlich niedlich von innen gestaltet. Du hast hier eine Lady und hast hier dann auch die entsprechenden Extensions. Und dann steht hier noch ein bisschen was drin. Aber da will ich gar nicht so weit drauf eingehen, denn ich denke, wir schauen erst einfach mal, wie das so funktioniert. Wir haben hier die Verpackung. Dieses hier solltest du zuallererst rausnehmen, um zu gucken, ob es mit deiner Haarfarbe zusammenpasst. Und danach kannst du erst dieses hier öffnen, was auch entsprechend, ja, eigentlich versiegelt war. Ich habe schon rausgenommen. Ich habe die Farbe Honey Blond und es müssten 200 Gramm sein. Sammy sitzt auch neben mir und ist ganz aufgeregt, wie das hier so vonstatten geht. Als allererstes sollte man seine frisch gewaschenen Haare, beziehungsweise ich habe sie gestern Abend frisch gewaschen, einmal hoch öffnen. Und ja, ne? So schauen meine Haare aus. Die sind halt einfach platt. Also flach, also fein und lang. Also lang sind sie definitiv. Da brauche ich mich nicht drüber beschweren. An Länge muss ich eigentlich nicht zulegen. Als allererstes kämme ich sie mir durch. Was ich auch super interessant so zu erfahren finde, ist, ob das auch entsprechend für einen Seitenscheitel funktioniert. Denn wenn ich meine Haare offen trage, habe ich immer einen Seitenscheitel. Und wenn ich hier jetzt quasi Extensions dann auch reinklippen werde, ich bin super gespannt, ob das funktioniert. So sieht es von vorne aus. So sieht es von der Seite aus. So sieht es von hinten aus. Und ja, ne, meine Haare halt, wenn ich stehe. Was ich halt gut finde, es sind Clip-In-Hair-Extensions. Das heißt, man klebt es sich nicht dran, man tackert es sich nicht an die Kopfhaut, man verschweißt es nicht mit den Haaren. Nein, du kannst es einfach in die Haare reinklippen und das ist in dem Sinne ja viel schonender, ne? Hui! Ja, also das ist tatsächlich echt Haar. Fühlt sich super schön an und farbtechnisch matcht das auf jeden Fall 1A. Wow, also das muss man wirklich sagen, ne? Da habe ich gut ausgewählt. So, das ist eine Dreier-Geschichte und das kann man als allererstes mal durchkämmen. Geruchstechnisch riecht doch noch nichts irgendwie. Okay, und dann hast du hier so Klipse. Die werde ich gleich immer mal wieder aufmachen. Dann werde ich es in die Haare stecken und es dann entsprechend verschließen. Dann werde ich mich hier mal kurz ein bisschen sortieren. Hier haben wir das nächste Paket. Das ist ganz schön schwer. Das ist ja auch noch Ersatzklipse. Drei Stück. Hier bürste ich gerade das Vierer-Set. Das müsste... Das ist die Signature Wig. Ich glaube, die nennt sich so. Die kann man auch so einzeln bestellen. Genau, die besteht aus vier Clipsen und bildet quasi das Hauptteil des Ganzen. Insgesamt besteht dieses Set aus zwei Einser-Clipsen, fünf von diesen Zweier-Clipsen, zwei Dreier-Clipsen und dieser Vierer-Clipsen-Wig. Achso, Tools, die wir brauchen, ist auf jeden Fall so eine Haarspange und eine Bürste. Als erstes teile ich mir die untere Partie meiner Nackenhaare ab und klemme mir den Rest mit diesem hübschen Teil nach oben. Dann nehme ich mir eine Dreier-Wig, kämme sie einmal durch, öffne die Klipse, klack, klack, klack und hänge sie dann hinten ein. Ich fange quasi an, indem ich es in der Mitte einhänge und festklipse und dann mache ich die eine Seite und dann die andere Seite. Dann mache ich meine Haare wieder auf, trenne die nächste Partie meiner Haare ab. Ist ein bisschen schwierig, weil ich halt echt dünne Haare habe. Hat man nicht so viel, was man abtrennen kann. Am besten macht man sich so Fixpunkte,
zum Beispiel oberhalb der Ohren oder so. Ich mache mir die Haare wieder fest und nehme das nächste Dreierteil. Nun kommen wir zum Herzstück Signature Wift. Also vier Klipse, die setze ich mir hoch, so gut wie es geht, direkt hinter die Ohren quasi. Also, ne, siehst du gleich von hinten, aber ich nehme dann quasi die Partie so Augenbrauen ungefähr Höhe. Ungefähr. Okay, wow. Natürlich sind die Extensions an sich recht leicht, aber jetzt habe ich einfach, ich merke einfach, was ich für eine Matte auf dem Kopf habe. Ne? Also, das ist echt heftig. Richtig heftig. Okay, wir haben jetzt quasi für die untere Partie das ganze Volumen gemacht und jetzt müssen wir ja zusehen, dass wir hier oben auch ein bisschen mehr reinkriegen. Und dafür haben wir die Zweier und die Einser. Ich habe noch nie vorher Extensions reingemacht, deswegen ist es ein bisschen gar nicht so einfach für mich, obwohl ich das relativ simpel finde, dann diese Clip-Ins zu setzen. Die Zweier setze ich mir so seitlich hin, das heißt, ich gehe einfach so übers Ohr, teile mir hier irgendwie eine Strähne ab, nehme mir meine Klammer wieder, klammer meine Haare weg, dann nehme ich mir die Zweier-Wig und die setze ich mir tatsächlich zuerst vorne an, dass ich halt sehe, wie weit ich nach vorne gehen möchte. Ich sag mal hier so. Und das andere ziehe ich mir dann nach hinten rüber und setze es dann rein am Haaransatz und festklippen. Dann kommen die Haare wieder drüber. So, siehst du wohl. Ei, was eine Matte, oder? Das ist jetzt schon so krass. Uiuiuiuiuiui. Hier eine Partie abgeteilt, nehmen wir wieder eine Zweier. Erst vorne reinfädeln, nach hinten ziehen. Zack. Ja, das ist mir jetzt hier so ein bisschen zu nah tatsächlich am Kopf, also dass ich das so sehe. Aber das ist halt das Problem mit dem Seitenscheitel, ne? Also man sieht es halt so ein bisschen, weil es halt so ein bisschen absteht. Vielleicht mache ich mir hier oben noch ein bisschen mehr Volumen. Das heißt, ich setze mir tatsächlich noch eine etwas höher. Warum eigentlich nicht, ne? Ja. Aber da nehme ich lieber eine Einser tatsächlich. Sieht auch scharf jetzt aus hier, ne? Und die kommt hier rein. Zack. Ja, also, ne? Also, das ist schon cool. Das ist schon cool. Eigentlich hätte ich gerne noch ein bisschen mehr Volumen am Ansatz. Vielleicht mache ich mir tatsächlich hier noch eine Einersträhne hin. Ich versuch's mal. Ich hätte es wahrscheinlich noch etwas besser durchkämmen müssen, weil ich die jetzt nicht so easy peasy nach vorne gegeben bekomme. Boah, ist das schwer. Boah, ist das schwer. Also, das ist jetzt auf jeden Fall mal eine richtige Walle-Walle-Mähne, oder? Krass. Dann gucken wir uns das nochmal von vorne an. Sieht man jetzt so keine Clip-Ins, wenn man es nicht weiß, ne? Von der Seite. Und von hinten. Also so hat man jetzt echt hier unten, ich meine gut, ne? Ja, hier unten hat man eine Walle-Walle-Mähne. Aber auch auf dem Kopf, ne? Also das ist schon ziemlich krass. Das ist richtig heftig, wie das jetzt aussieht hier. Wow. Natürlich merke ich auch, dass ich eine Matte auf dem Kopf habe. Ne? Die Bändchen dazwischen, die sind zwar aus Stoff, also das ist alles sehr flexibel und ne, wundervoll. Aber die Clips, die merke ich, weil ich habe echt feines Haar und da merkst du sowas halt mit. Ne? Man könnte jetzt hiermit tatsächlich auch Frisuren machen und
wenn man sie auch anders einsetzt, dann kann man sich auch krasse Frisuren machen. Ja, ich bin aber nicht so der Frisurenmensch, wie ihr ja so wisst, normalerweise von mir, ne? Das heißt, ich bin eher Typ offen, also so. Dann würde ich mir die Clips setzen, so wie ich sie jetzt gesetzt habe. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, dass man sicher auch Zöpfe und sowas machen kann. Gucke ich mal, ob man dann quasi, wenn man auf einer Party ist und sich dann die Haare so gemacht hat und vielleicht mal zwischenzeitlich irgendwie was essen will oder so, dass man sich das machen kann, ohne dass man jetzt die Extensions sieht. Okay, nein. Erstmal ist es mega schwer jetzt auf meinem Kopf, also das funktioniert hinten und vorne nicht. Ich meine, man sieht sie, von vorne sieht man sie jetzt nicht so, ne? Man sieht jetzt hier so ein bisschen den Hubbel von hinten. Von hinten muss man halt auch aufpassen, dass man das nicht sieht. Aber es ist ganz schön schwer, dann, wenn ich das so im Bommel trage, ne? Weil ich bin ja so ein Bommelmann. Ich denke, das wird dann nach und nach quasi rausfallen. Also, dass die Haare mir aus dem Bommel rausfallen werden. Und dann gucken wir mal, ob die Extensions das überstanden haben oder ob sich welche lösen. Ich habe sie jetzt ja nicht irgendwie fixiert oder so, außer halt mit diesem Clip. Ja, aber es fühlt sich so an, als wären sie nach wie vor fest. Ja. Finde ich irgendwie cool, aber irgendwie ist es halt so ungewohnt für mich, ne? Wahrscheinlich, weil ich sowas noch nie getragen habe, aber ich finde es mega hübsch. Das ist natürlich wow, ne? So, richtig, wenn du die so nach vorne machst, das ist wow. Das sieht richtig schön aus und ich denke auch, dass ich die jetzt gleich für noch ein paar Videodrehs drin lassen werde. Ja, ich habe noch eins, zwei, drei von den Zweier-Wigs über, weil ich einfach, ja, tatsächlich sehr feines Haar habe und einfach keinen Platz mehr dafür hätte. Wahrscheinlich hinten könnte ich noch welche hinmachen oder so, aber mir reicht das einfach, weil das mir auch irgendwann einfach zu schwer wird, ne, um ehrlich zu sein. Ich finde, dass es eine coole Nummer ist für mal so eben zwischendurch, aber, oder halt für besondere Anlässe, aber es wäre für mich jetzt absolut gar nichts für den Alltag. Da bin ich ja ehrlich, das wäre mir einfach zu viel Aufwand und das wäre mir zu schwer. Da bin ich auch viel zu sehr ein Haarmuffel. Für Events ist es auf jeden Fall mal eine coole Nummer und vor allem auch eine coole Alternative zu festen Extensions, die man halt sich in die Haare reinlaminiert oder so. Also von daher, ich werde die noch ein paar Mal häufiger verwenden und wahrscheinlich da auch ein bisschen mehr Routine reinkriegen und ein bisschen mehr kennenlernen, wo muss ich sie setzen. Ich habe hier auch einen Gutscheincode für dich, den habe ich dir eben schon mal eingeblendet, den blende ich dir auch nochmal ein. Da kannst du ein bisschen sparen auf der Homepage. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Claudi testet alles Videos. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich mega drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!